und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute begrüße ich euch zu dem wahrscheinlich verrücktesten Unpacking auf diesem Kanal, denn ich habe euch ganze 3 Pakete zu zeigen. Die kamen jetzt die letzten Tage an und ich habe es wirklich geschafft zu warten, bis ich dieses Video drehen kann. Denn für mich ist das immer super spannend, sowas zu gucken und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon so eine Bestellwelle hatte, dann zeige ich euch auch, was ich bestellt habe. Und zwar handelt es sich um 2 Avail-Pakete und ein Rebuy-Paket. Und es waren einfach so viele Bücher im Angebot bzw. ja, vorrätig, die ich unbedingt haben wollte. Und ich konnte einfach nicht Nein zu diesen Schnäppchen sagen. Es gewittert draußen übrigens gerade ganz fürchterlich und ich hoffe, ihr hört das nicht und es stört nicht. Aber ja, ich bin gerade nach Hause gekommen, habe wunderbare Pakete zu Hause vorgefunden und freue mich jetzt einfach, sie mit euch aufzumachen. Als erstes haben wir hier ein Rebuy-Paket und ich hoffe, das geht einfach auf und das tut es. Und hier sind ganze 4 Bücher drin. Ich ziehe sie jetzt nach und nach raus. Es ist absolut nicht chronologisch und das sage ich euch deshalb, weil das erste, das ich rausziehe, ein 2. Teil ist, von dem der erste auch noch im Paket steckt. Und zwar von Cody McFadden, der Todeskünstler. Das ist der 2. Teil der Smokey Barrett-Reihe und ich habe es mir deshalb bestellt, weil ich in unserem sozialen Kaufhaus den 3. Teil für sehr kleines Geld ergattert habe. Aber wie das so ist, wenn man sich einen fortgeschrittenen Teil holt, braucht man natürlich auch die Teile davon. Vor. Es ist zwar eine Thriller-Reihe mit einigermaßen abgeschlossenen Fällen, aber da es sich immer um denselben Protagonisten dreht, finde ich es ganz sinnvoll, das Ganze in der richtigen Reihenfolge zu lesen, denn oft machen diese Charaktere ja auch eine ziemliche Entwicklung durch. Und hier haben wir auf jeden Fall den 2. Teil. Ich habe dafür 1,09 € bezahlt und es sieht so gut aus. Es ist ein bisschen rund gelesen. Hier seht ihr es vielleicht ein bisschen. Aber ich finde, es ist wirklich top und für knapp über 1 € ist das voll okay. Ich freue mich drauf, es zu lesen und freue mich riesig über den Zustand. Dann haben wir noch von Jill Le Gardinier, Mademoiselle Marie hat von der Liebe genug. Hierbei geht es um eine Frau, die verlassen wurde und der Männerwelt entsagen möchte, doch sie kriegt plötzlich Briefe von einem anonymen Verehrer und vielleicht ist die Männerwelt doch gar nicht so schlecht, wie sie dachte. Und nachdem ich letztens Monsieur Thomas und das Geschenk der Liebe von Jill Le Gardinier gelesen habe, brauche ich halt mehr von ihm und auch das Buch sieht super super gut aus. Also es sieht aus, als wäre es einmal sehr vorsichtig gelesen worden, wobei ich sagen muss, dass diese Ausgaben auch relativ unanfällig sind. Die sind aus einem schönen wabbeligen Papier. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich mag das richtig gerne, denn so kann man die Bücher richtig weit aufschlagen, ohne eine Lesebrille reinzumachen und ich liebe das einfach. Und ich finde, solche Ausgaben sind einfach immer die besten und da kommt halt so schnell nichts dran und ich freue mich, auch das zu einem sehr günstigen Preis bekommen zu haben, nämlich für 1,29 € und auch da freue ich mich riesig über den Zustand. Als nächstes haben wir die Blutlinie von Cody McFadden, das ist also der erste Teil der Reihe. Und er hat 1,59 € gekostet, ist in nicht ganz so gutem Zustand wie der 2. Band. Das Ganze hat ein paar Leserillen, aber ich finde, es sieht nicht schlimm aus. Es ist jetzt nicht extrem rund gelesen und das ist halt der erste Teil um einen FBI-Agenten namens Smokey Barrett. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und ja, zu dem kleinen Preis werde ich auch das behalten, denn ich finde das eigentlich voll in Ordnung. Das Einzige ist, es sind 2 verschiedene Ausgaben. Das eine ist eine Klappbroschüre und das andere nicht. Das finde ich nicht so schön, dass das 2 verschiedene sind. Ich wusste auch nicht, dass die Ausgaben zwischendrin variieren, aber nun gut. Sie sind immerhin gleich hoch, also sieht es im Regal eigentlich auch ganz gut aus und ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und das letzte Buch aus meiner Rebuy-Bestellung ist auch ein richtiger Schnapper geworden. Es handelt sich dabei um Haruki Murakami, die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki. Es geht hierbei um eine Gruppe von Freunden und in deren Namen steckt immer eine Farbe. Das ist ja ziemlich oft so im asiatischen Raum, dass Namen Bedeutungen haben. Die einzige Ausnahme ist Tasaki. Er hat keine Farbe in seinem Namen und das spiegelt sich auch in seiner Persönlichkeit wider. Denn während die anderen irgendeine besondere Fähigkeit oder Charaktereigenschaft haben, ist er die graue Maus der Gruppe. Und später hat er eine etwas lebenslustigere Freundin und die möchte dem Ganzen auf den Grund gehen. Und ich bin super gespannt auf das Buch. Es ist eine japanische Autorin. Ich habe noch, ich glaube, überhaupt kein japanisches Buch gelesen oder ein Buch, das im Original auf Japanisch erschienen ist, außer Mangas natürlich. Und ich bin super, super gespannt. Tammy hatte sich ja letztens ein paar Bücher von ihr bestellt und wobei, ist es eine Sie?
Nein, es ist ein Er. Huch. Naja, von ihm bestellt und so bin ich eben auch auf ihn gekommen und ich bin super, super gespannt. Das Tolle ist, ich habe dieses Buch für 1,29 Euro bekommen und das kostet neu einfach mal 22 und der Zustand ist super gut. Das hier ist so ein spiegelnder Umschlag, den kennen wahrscheinlich einige aus Büchern, wie zum Beispiel das Reich der Sieben Höfe, das hat ja auch sowas. Das ist ein bisschen zerkratzt vorne, aber es sieht an sich echt nicht schlecht aus. Es sieht wirklich fast aus wie neu und ich bin super, super happy, dieses Buch zu diesem winzigen Preis bekommen zu haben. Und ja, die Ausgabe ist einfach super, super hübsch. Ich freue mich darauf, es mir ins Regal zu stellen und irgendwann auch zu lesen. Ja, das war meine Rebuy-Bestellung. Ich bin super, super happy. Eigentlich alle Bücher sind in einem super guten Zustand gewesen. Ihr habt ja schon gehört, die Bücher haben echt nicht viel gekostet. Und ich bin einfach super, super glücklich darüber, bestellt zu haben. Denn ich habe immer so eine Wunschliste bei Rebuy und lasse mich immer per E-Mail benachrichtigen, wenn davon einige Titel da sind. Und an dem Tag hat es einfach gepasst und ich musste bestellen. Dann habe ich noch bei Avell bestellt und bei Avell war es jetzt schon länger so, dass nicht so viel für mich da war. Ja, dafür habe ich jetzt innerhalb von einer Woche gleich zweimal bestellt und was für mich mit durfte, zeige ich euch jetzt. Kämpfe mit dem Karton. Tada! Avell hat neue Lesezeichen, die habe ich jetzt auch schon bei einigen gesehen. Ich weiß nicht, ob man die kriegt, wenn man langsam Platin-Kunde ist, weil man so viel bei Avell bestellt hat. Auf jeden Fall finde ich die mega, mega hübsch und werde es auch auf jeden Fall benutzen, denn es sieht halt nicht aus wie so ein Werbelesezeichen. Ich finde es einfach unfassbar schön und ja, das wird auf jeden Fall gebunkert. Und schauen wir uns doch mal an, was für Bücher ich da habe. Das erste Buch ist Die Witwe von Fiona Barton und es geht dabei um eine Ehe bzw. um zwei Eheleute und die Ehe sieht von außen absolut perfekt aus, aber der Mann ist ein Monster und eines Tages befindet sich der Mann zum Glück unter der Erde und die Frau ist endlich frei und ich glaube, in dem Buch geht es darum, wie es dazu kommen konnte und das Thema hat mich so sehr an Saving Grace erinnert und ich liebe Saving Grace, ja. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Thriller mögt und deshalb bin ich auf dieses Buch aufmerksam geworden. Es ist neu relativ teuer. Es kostet 16,99 Euro als Klappbroschur, aber dafür ist die Klappbroschur einfach so wunderschön. Ich finde dieses Cover einfach so, so toll und bei Avell hat es gekostet 8,99 Euro. Ich habe leider mein Klemmbrett etwas weiter weggelegt, nachdem ich die Pakete gewechselt habe, aber ich kann es immer noch lesen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, es zu lesen. Ich habe richtig Bock auf das Thema. Dann haben wir hier einen kleinen Schinken von Carlos Ruiz Zafón. Keine Ahnung, meine Spanischstunden sind schon etwas länger her. Auf jeden Fall heißt das Buch Der Schatten des Windes. Ich finde diese kleinen Ausgaben aus dem Fischer Verlag immer super goldig. Die Schrift ist zwar meist relativ klein, aber immer noch verkraftbar und sie passen einfach überall rein. Und was ich richtig cool finde, ich dachte eigentlich, das wäre ein Taschenbuch, aber es ist ein kleines Hardcover. Ich finde das Cover richtig schön, wie ihr hier vielleicht seht, glänzt es auch so ein bisschen Perlmutt und ich finde die Ausgabe auf jeden Fall richtig, richtig toll. An dem Buch ist kaum was dran, hinten ist ein Kratzer drauf, aber das stört mich ehrlich gesagt auch nicht so sehr. Es geht hierbei um einen Jungen in der Nachkriegszeit und er findet ein Buch, liest es und dieses Buch soll sein Leben verändern. Mehr weiß ich auch noch nicht über das Buch, aber es hat auf Goodreads so unfassbar gute Bewertungen, dass ich mir dachte, ich hole es mir mal. In letzter Zeit habe ich halt richtig Lust auf solche Geschichten und auch die Bücherdiebin habe ich ja so geliebt. Das Video dazu kommt erst noch, ich habe es noch gar nicht gedreht, aber ich will auf jeden Fall eine Rezi zur Bücherdiebin machen, weil ich dieses Buch einfach so gefeiert habe und es jedem ans Herz legen kann. Aber das soll gerade nicht Thema der Sache sein. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dieses Buch. Ich hoffe, dass es mich genauso begeistern kann wie offensichtlich viele Menschen vor mir. Das nächste Buch ist von Wolfgang Herrndorf Chick. Davon haben wahrscheinlich auch viele was gehört. Es gibt auch einen Film dazu und es geht hierbei um die Begegnung von einem reichen Schnösel mit einem Jungen aus der Unterschicht mit Migrationshintergrund und ja, auf jeden Fall folgt darauf, glaube ich, ein ziemlich cooler Roadtrip und ich habe den Film dazu auch noch nicht gesehen. Ich habe noch kein großartiges Bild davon, was in diesem Buch passiert, aber auch das wird ja ziemlich gehypt und ich finde auch diese Ausgabe super schön. Es ist halt auch wieder so eine kleine Ausgabe, das wusste ich gar nicht, aber ich finde sie auf jeden Fall mega süß und hübsch. An diesem Buch ist eigentlich
nichts dran, außer dem Menge-Exemplar-Stempel unten und das freut mich auch sehr. Gekostet hat das ebenfalls 4,99 € und ich freue mich drauf. Und das letzte Buch ist ein Schmuckstück und zwar von Patrick Ness, 7 Minuten nach Mitternacht. Es kostet bei Avell momentan 4,99 € und ich freue mich so riesig, denn es ist die Hardcover-Ausgabe. Ich wusste das gar nicht, ich dachte, das wäre das Softcover für den Preis. Hat auch nichts außer des Menge-Exemplar-Stempels und ja, hier unten hat es eine kleine Delle, aber ansonsten ist da nichts dran und ich freue mich mega darauf. Es geht hierbei um eine Freundschaft zwischen einem Monster und einem Jungen, der Albträume hat und ja, ich lasse mich überraschen. Das ist übrigens die illustrierte Ausgabe und die soll auch richtig, richtig toll sein. Ich schaue nachher mal rein, aber ich freue mich mega drauf. Und jetzt folgt noch ein Paket von Avell, denn es waren Bücher bei Avell, die ich unbedingt, unbedingt haben wollte. Und gleich wisst ihr auch wahrscheinlich, worum es geht. Nämlich um Trust Again von Mona Kasten. Und Begin Again ist auch noch in diesem Paket. Mona Kasten wird ja so gehypt und die Bücher sollen so, so gut sein. Ich habe noch niemanden gehört, der auch nur ein großartiges Haar an diesem Buch gelassen hätte oder an den ersten beiden Teilen. Über den letzten habe ich noch nicht so viel gehört, aber ich will sie unbedingt lesen. Ich lese ja eigentlich nicht so viel New Adult, aber die sollen ja wirklich überragend sein und ich freue mich mega drauf und hoffe, dass sie mir genauso gut gefallen wie offensichtlich allen anderen Booktubern und Menschen auf diesem Planeten. Ja, dann wie gesagt noch Begin Again und beide Bücher sind in einem Top-Zustand. Also unten haben wir den Menge-Exemplar-Stempel und so ein paar Einkerbungen, die man eigentlich schon kennt von Avell. Beide haben 8,99 € gekostet, neu kosten sie ja 12 €. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall in Ordnung für Bücher, die so gehypt sind und ich freue mich, sie einfach mal günstiger bekommen zu haben. Und wahrscheinlich werde ich das Ganze nächsten Monat anfangen. Und das letzte Buch ist ebenfalls ein New Adult Werk, nämlich von Benne Schröder, In der Liebe ist die Hölle los. Hierbei geht es um eine Frau, die ihre Familie als Hölle begreift und dann hat diese Familie auch noch eine Firma und ihr Vater, ihr buchstäblicher Teufel, ist natürlich der Chef und ja, sie ist irgendwann genötigt, in dieser Firma zu arbeiten und hat dann aber mit einem schnuckeligen Anwalt zu tun. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe eigentlich noch überhaupt keine Ahnung, wie das Buch so wird, aber ja, ich finde das Cover auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und irgendwie war das letzte Paket eine richtige Lux-Bestellung. Ich habe noch überhaupt gar nichts aus dem Lux-Verlag gelesen, aber ja, das soll sich jetzt wohl ändern. Und gekostet hat das Buch 4,99 € und auch das ist in einem Top-Zustand, wieder unten Menge Exemplar, Stempel, Einkerbung, aber ansonsten ist daran nichts. Ja, das war's mit meiner Bestellung. Ich freue mich riesig über und auf die Bücher. Ja, kennt ihr das, wenn ihr ganz viele Bücher auspackt und am liebsten alle auf einmal anfangen würdet? So geht's mir gerade. Und ich hoffe, dass ich einiges davon in nächster Zeit lesen kann. Und ja, mein Buchliebhaberherz ist für heute auf jeden Fall am Hüpfen. Und ich freue mich einfach mega über meine Bestellung und dass ich sie euch zeigen konnte. Und ja, das war's von mir. Wenn ihr eines der Bücher gelesen habt, schreibt mir doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!